Die AfD schließt den rechtsnationalen Politiker Andreas Kalbitz aus der Partei aus. Das hat der Bundesvorstand der Partei am Freitag beschlossen. Den Antrag auf Annullierung der Mitgliedschaft hatte der AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen gestellt. Der Grund dafür war das Verschweigen einer Vormitgliedschaft in einer ehemals rechtsextremen, heute verbotenen Organisation namens Heimattreue Deutsche Jugend. Das hätte bei der Aufnahme in die Partei angegeben werden müssen. Und wir sind in früheren Fällen anderer Mitglieder, weniger prominent als Kalbitz, auch so vorgegangen, dass wir bei solchen Vorkommnissen einer nicht vorgenommenen Angabe, die Pflicht gewesen wäre, die Mitgliedschaft annulliert haben. Da muss man dann mit einer Elle messen, das haben wir dann hier eben auch machen müssen. Der ehemalige Fallschirmjäger war Landeschef in Brandenburg, Vorsitzender der Landtagsfraktion in Potsdam und Mitglied im Bundesvorstand. Er galt neben dem Thüringer Landeschef Björn Höcke als prominentester Vertreter des rechtsextremen Flügels in der AfD. Kalbitz kündigte an, die Entscheidung über den Ausschluss juristisch anzufechten.